Wie man für Valentinstags eine schöne Blumenstrauß binden kann. Heute beim Workshop erkläre ich euch oder zeige ich, wie man das schöne Strauß machen kann. So, erstmal nehmen wir Grünzeug rein und dann ein paar Tulpen. So. Beim Blumenstrauß ist wichtige Sache, dass Technik. Unten muss das so eine Spiralbindung sein, dann die Blumenstrauß hält es besser. Gut zum Binden, das ist auch für die Vase schön zu präsentieren. Drehst du mal zu mir ein bisschen? Ja, wenn man so von oben anschaut, dann seht ihr auch, dass wie so schön aussieht. Also, es wird immer noch groß und große, noch groß, ja. Natürlich ist es wichtig, mit einem Handschuh zu arbeiten. Dann haben wir immer saubere Finger. So, unseren Strauß bald wird fertig. Bisschen noch Geduld. Dann habt ihr bald tolle Tulpenstrauß für Valentinstag. Okay, unseren Blumenstrauß schon fertig, dann jetzt müssen wir das natürlich alles zusammenbinden. Mit einem schönen Faden. Natürlich, das kommt ein bisschen so schnell vor für euch. Ja. Okay. So, seht ihr auch jetzt die Technik, was ich vorhin erzählt habe. Diese schöne Spirale. Am Ende, was machen wir? Natürlich schneiden wir die Unterteil vom Strauß, dass die alle gleichmäßig auf die Vase kommen soll. Wenn auf die Glasvase sieht das auch natürlich schön, weil das so gleichmäßig geschnitten und so perfekt Ausschnitt hat. Also schauen wir nochmal von oben an unseren Strauß. Perfekt, gut gemacht. Also, danke.